Um uns herum blüht alles auf. Trotz der Widrigkeiten, die uns im Moment so unterschiedlich zusetzen, allem zum Trotz, es blüht. Und wie gut tut es uns, wenn wir dieses Aufblühen sehen und die Freude darüber in unser Herz lassen. Wenn auch wir aufblühen in unseren Gedanken, in unserem Herzen, in unserem Gemüt. Wir haben allen Grund dazu. Wir kommen von Ostern. Allem zum Trotz haben wir Ostern als Fest der Auferstehung des Lebens gefeiert und gespürt. Der Tod ist nicht der Untergang, sondern der Übergang von der einen in die andere Hand Gottes. In dieser Hand sind wir geborgen, bewahrt, geschützt, in Sicherheit, was auch immer das Leben uns vor die Füße wirft. Mit dieser Sicherheit im Glauben können wir aufblühen. Mit solchen Augen der Hoffnung können wir in die Schöpfung sehen und erkennen, was Gott uns anvertraut hat. Und dann kann mit jedem Augenblick die Freude darüber die Sonne über uns aufgehen und alle Dunkelheit, allen Nebel vertreiben.